Privet, meine Glühbirnen, auf unserem wunderschönen kleinen Inselparadies und ich hoffe, ihr habt viel Spaß mit der zweiten Folge Animal Crossing New Horizons. So, jetzt sind wir endlich im freien Spiel. Das bedeutet, ab jetzt vergeht die Zeit hier auf der Insel synchron mit der echten Welt. Berühre nicht Powerknopf, wenn oben rechts das Symbol Speichern für automatisches Speichern erscheint. Wenn du aufhören möchtest, kannst du auch Minus drücken und dann dein Spiel speichern und beenden. Okay, ich frage mich, ob es wieder den Maulwurf gibt. Oh, und wir haben eine Nachricht auf unserem tollen Nook-Phone. Wahrscheinlich unseren neuen Instagram... Oh, holy fucking Roni, was ist das hier alles? Kamera. Fotografiere und setze dabei diverse... Oh Gott, nein, das dürft ihr mir doch nicht in die Hand geben. Oh Gott, nein, das dürft ihr doch nicht... Oh, das dürft ihr nicht machen. Das dürft ihr nicht machen. Ich werde doch jetzt ganz Twitter voll spammen. Unser neues kleines Inselleben. Kann ich ein bisschen? So. Ich würde gerne. Ah, okay, ich kann nur zwischen den zwei Winkeln wählen. Dann würde ich sagen. Hey du, guck mal woanders hin. Okay, der guckt nur nach links. Dann plus. Ah, wunderschön. Unscharf. Aber okay. Das dürft ihr mir nicht in die Hand geben. Ich werde viel zu lange damit Zeit verbringen. Nookmeilen, du hast dich für Nooksmeilen-Programm angemeldet. Du kannst dir durch die Teilnahme an Aktivitäten auf der Insel Nookmeilen verdienen. Danach kannst du sie im Nook-Portal im Service Center gegen exklusive Vorteile und Produkte tauschen. Koste das Inselleben voll aus. Hol dir die Nookmeilen. Meilen erhalten, Gallifrey in Sicht. Vielen Dank für die Teilnahme an Nooks Reif für die Inselpaket. Für den Flug zur Insel erhältst du deine ersten Nookmeilen. Perfekt! Wie viele erhalten wir? 500! Wir sind rich! Wir sind richtig richy rich! Angelmeister. Da werden wir ganz schnell Sachen sammeln. Soziales Tier. Und Insektenjäger. Wenn ihr es durchlesen wollt, könnt ihr es euch gerne durchlesen. Wenn ich alles hier durchlese, wird das ewig dauern. Aber dieses Let's Play wird eh lange gehen. Darauf könnt ihr euch schon mal einstellen. Designs. Diese App lässt dich deine eigenen Designs erstellen, die du als Kleidung tragen oder auf der Insel ausstellen kannst. Jo. Das ist voll süß. Das hat so einen richtigen Zelda-Style. Komm, ich zieh das direkt an. Als Oberteil. Warte, als Gesichtsbemalung? Was? Nee, als Gesichtsbemalung machen wir dann hier die Fußabdrücke. Oh, wie cool ist das denn? Oh Gott, das sieht jetzt aus, als hätten wir einfach Dreck im Gesicht. Sehen die Kleeblätter etwas besser aus? Ja, ich hätte bitte das hier als Gesichtsbemalung, nämlich gar nicht. Kann ich bitte auch sagen, dass ich keine weißen Paletten in meinem Gesicht haben möchte? Warte, ich kann das Design doch bestimmt ändern und einfach leer lassen, oder? So, dann wäre das erledigt. Dann haben wir jetzt ein leeres Design. Das benennen wir nach dem Teil von mir, der genauso leer ist wie dieses Design. Und dann passt. Und diese kleine Stimme ist so süß. Da ist noch ein weiter. Diese eine Gehirnzelle. Sieht man das? Wahrscheinlich habe ich jetzt irgendwo einen weißen Punkt, wahrscheinlich unter den Haaren oder so. Aber es passt schon so. Okay. Nookmeilen. Haben wir für irgendwas Nookmeilen bekommen? Oh, hier sind ja noch mehr Dinge. What the? Vermöbelt? Die Grundlage eines schönen Zuhauses sind Möbel. Achso, okay. Fotofreunde, Meilen erhalten. 300. Das geht ja flott hier. Aber wir können scheinbar auch Erfahrungen und Erlebnisse noch freischalten. Erstelle ein eigenes Design. Ja, mein Design ist einfach nur wunderschön. Also, man kann einfach mein Design nicht lieben. Okay, Karte. Hier siehst du die Insel, auf der du dich gerade befindest. Außerdem kannst du mit Hilfe von X einstellen, ob dir eine Minikarte angezeigt werden soll, während du auf der Insel unterwegs bist. Ah, okay, ich kann die Minikarte also deaktivieren. Immer an. Ja, ich hätte sie gerne bitte immer an. So, kann ich die Leute eigentlich so umziehen? Also, dass ich so sage, so, nee, ihr wohnt jetzt woanders? Ich glaube nicht.
Service Center. Ah, okay, das zeigt mir einfach nur an, wo was ist. Na dann. Pass. All deine Passdaten sind hier gespeichert. Diese Informationen können von anderen Spielen... Ah, ja, schon verstanden. Du kannst dein Foto, deinen Titel und deine Kommentare jederzeit ändern. Werde nach Herzenslust kreativ. Wir können hier unser Kommentar bearbeiten. Stimmt, ich habe Oder? Ich habe gar nichts ausgewählt gehabt, oder? Ich glaube nicht. Okay. Dann, passend zu Gallifrey? Ja, komm, passend zu Gallifrey. Ja. Ich bin Hubien. Durch und durch. Und das muss ich nutzen. Hallo. Wie, ich kann kein Ausrufezeichen machen. Bitte. So, perfekt. Notrettung. Ah, ich habe sogar wieder Nuckmeilen wahrscheinlich dadurch bekommen, dass ich mir einen Kommentar gegeben habe. Meilen erhalten. Einige Einträge auf deinem Pass kannst du jederzeit selbst anpassen. Perfekt. 300 Meilen erhalten. Aber das sind Sachen, die man nur einmalig machen kann. Also es gibt hier keine Folge für irgendwie 20.000 Fotos, oder? Ich glaube nicht. Aber bei dem ganzen Zeug hier gibt es wahrscheinlich mehrere Erfolge. Oh Gott, wir werden so viel angeln. Notrettung. Dieser Dienst rettet dich, wenn dein Weg versperrt ist und du nicht mehr weiter kannst. Du wirst dann nach Hause oder ins Service Center gebracht. Die Nutzung dieses Dienstes kostet Nuckmeilen. Ah, good to know. Notrettung rufen? Nein. Ich frage mich auch, wie viel die kosten. Das wäre mal auch interessant gewesen. Und ich sehe, wir haben Post. Oh Mann, wir haben so viel zu tun. Nintendo. Lieber Sandy, vielen Dank für das Herunterladen des Updates. Um uns erkenntlich zu zeigen, möchten wir dir ein Geschenk überreichen. Bis zum nächsten Update. Ah, ich habe ganz am Anfang ein Update runtergeladen, bevor ich das Spiel gestartet habe. Lieber Sandy, alles Gute zu deinem Umzug. Wir hoffen, dass dir das Inselleben gefällt. Um diesen Neuanfang zu feiern, haben wir ein Geschenk für dich, das dir sicher helfen wird. Dein Team von Nintendo. In die Tasche. So. Aber ja. Jetzt mal, wo wir endlich im freien Spiel sind. Wahrscheinlich ist auch schon längst der zweite Part. Vielleicht sogar der dritte. Ich weiß noch nicht, wie ich das cutte. Ein paar Worte, wie das Let's Play im Allgemeinen aufgebaut sein wird. Also ich mache das so. Ich werde versuchen, alles mit zu filmen bzw. aufzunehmen, was ich mache. Es kann sein, dass ich nicht bei allem kommentiere. In diesem Fall werde ich dann einfach diese Szene, wo irgendwas Interessantes passiert, rausschneiden und im nächsten Part einfügen und dann darüber sprechen. Das liegt ganz einfach daran, ich war längere Zeit am Überlegen, wie ich das mit Animal Crossing mache, weil auf der einen Seite möchte ich euch natürlich dieses Projekt nicht verwehren, vor allem weil ich halt auch mega Spaß daran habe, das Spiel zu Let's Playen, aber auf der anderen Seite möchte ich auch das entspannt spielen können und auch entspannt zurückgelehnt, auch mal ohne Kommentare Sachen spielen können. Werde ich wahrscheinlich am Anfang eher weniger machen. Also das wird wahrscheinlich dann später sein, wenn wir ein bisschen mehr gesehen haben. Und ganz ehrlich, ihr müsst nicht sehen, wie ich... Was? Sag nicht, ich hätte mein Zelt auf der anderen Seite platzieren können. Sag nicht, man kann hier rüber hüpfen. Okay, kann man nicht. Ey, ich wäre so pissig geworden. Ich wäre so pissig geworden, wenn man hier einfach nur rüber hüpfen könnte. Aber ja, oder wie jetzt zum Beispiel, dass ich ein paar Äpfel sammeln und sowas, das müsst ihr nicht sehen. Also, so Sternis verdienen im Allgemeinen. Aber wenn währenddessen irgendwas Neues oder Cooles passiert, will ich es euch natürlich auch zeigen. Ich werde das Let's Play auch wahrscheinlich immer am Stück einfach aufnehmen und dann im Nachhinein die Parts cutten. Vielleicht mit einem kleinen Intro, wahrscheinlich werde ich da einfach rübersprechen und euch begrüßen und euch verabschieden. Werdet ihr wahrscheinlich schon gemerkt haben. Einfach nur, damit das alles hier ein bisschen angenehmer für uns alle ist. So, aber wir haben jetzt ein paar Äpfel gesammelt und jetzt gehen wir mal zu Tom Nook und schauen, ob wir bei ihm ein paar Sachen verkaufen können. Eine Eule! Oh, guck mal, eine kleine Sohle! Ich hab das so... Ich liebe alles! Ich liebe dieses Spiel! Okay, Klemmbrett, schwarzes Brett. Auf diesem schwarzen Brett werden wichtige Informationen und nützliche Informationen für alle veröffentlicht. Ja, ja. Bewohner der Insel und Besucher sind herzlich eingeladen, das schwarze Brett zu nutzen, um miteinander zu kommunizieren, besondere Ereignisse zu feiern und so weiter. Perfekt. Sehr perfekt. Ich weiß auch noch nicht, wie genau die es jetzt hier handhaben mit Leute auf die Insel holen. Falls Leute mich generell mal bei Nintendo hinzufügen wollen,
ist hier mein Freundescode. Also man kann den auch irgendwie größer machen. Ich weiß nicht genau wie. Aber auf jeden Fall, ihr könnt mich gerne hinzufügen in eurem Nintendo-Account. Da habe ich keine Probleme mit. Ich weiß halt nur nicht, inwieweit es möglich sein wird, hier mit Zuschauern zu spielen und wie genau das jetzt hier gehandhabt ist, auch mit Sachen kaputt machen und alles. Ich glaube, im Direct wurde irgendwas gesagt von wegen mehrere Modi, die man einstellen kann, also dass man Leuten Rechte geben kann, aber das werden wir ja noch sehen. Ah, Sandy, willkommen zurück. Na, hier ist es doch ganz kuschelig, hm? Nicht komfortabel, aber schon kuschelig, ja, ja. Lass es mich wissen, wenn du einen Rat zum Inselleben oder irgendwas anderes brauchst. Wenn du Tipps brauchst, was du auf der Insel so alles benötigst, solltest du mit Näppchen reden. Schlepp haben wir leider zerstückelt und gegessen, aber das passiert halt unter Waschbären gerne mal, wenn sie Hunger leiden. Ich würde an deiner Stelle schnell mal dafür sorgen, dass wir Essen haben. Er kann dir außerdem dabei helfen, also jetzt unser Näppchen-Schlepp. Den konnte doch eh niemand leiden, an die nötige Grundausstattung zu kommen. Und falls du Sternis brauchst, er hat eine recht großzügige Ankaufspolitik. Soll heißen, er kauft fast alles. Nicht unbedingt die gewiefteste Business-Methode, aber definitiv großzügig, ja, ja. Oh, eine wichtige Sache noch. Wir bieten eine Gratis-Einführung ins Basteln an. Eine sehr nützliche Fähigkeit. Sag nicht, es gibt Crafting. Sag nicht, ich kann craften. Alter! What? Ich würde mich freuen, dich dort begrüßen zu dürfen, hm? Ah, Tom Nooks Stimme ist so anstrengend, weil ich da ein bisschen... Also, für die Leute zur Information, bei der Stimme hat man halt immer eine gewisse Frequenz, in der es am angenehmsten ist, wenn man redet und in dem es auch am angenehmsten ist, zuzuhören. Meine Frequenz ist in etwa jetzt hier auf dem Niveau, auf dem ich gerade rede. Das ist so das, was für mich am angenehmsten ist und was für die meisten auch am angenehmsten ist, um mir zuzuhören. Aber für Tom Nook gehe ich halt noch ein bisschen tiefer. Und das ist so anstrengend. Ah, wie ich sehe, hast du meine Werkbank fürs Basteln entdeckt. Ja, ja, die Einführung ins Basteln. Jeder Teilnehmer darf das selbst eingestellte Werkzeug behalten und erhält ein Set von Anleitungen. Äußerst nützlich für das Leben auf der Insel. Hm? Soll ich dich für den nächsten freien Kurs anmelden? Kostet dich auch nur 80.000 Sternis oder 1.000 Meilen. Also 10.000 Meilen meine ich. Aber mit Vergnügen. Ja, ja, so gefällt mir das. Ich habe gerade Zeit, also können wir gleich loslegen. He really got that money flowing. Willkommen bei meiner kleinen Einführung ins Basteln. Im Grunde ist es sehr einfach, wie du gleich selbst sehen wirst. Du brauchst lediglich eine Anleitung, die nötigen Materialien und eine Werkbank wie diese hier. Heute bauen wir uns mit ganz gewöhnlichen Materialien eine... Ja! Entschuldigung, das war mein innerer Gollum. Eine Angel. Für eine Angel brauchst du nur 5 Äste. Sie wird aber etwas filigran sein. Finde die nötigen Materialien und komm dann wieder zu mir. Hm? Ja, ja, ja. Habe ich nicht schon 5? Okay, ich habe 4. Ich habe genau 4 Äste. Einen Ast zu wenig. Passiert. Selbst im Besten. Stimmt übrigens. Ich habe am... Also, warum sage ich stimmt? Am Eingang vom Zelt war rechts so ein kleiner Automat, den habe ich gerade beim Rausgehen gesehen. Den möchte ich mal gerade kurz ansprechen, weil ich habe so eine leichte Vermutung, dass wir da... Okay, dann halt nicht. Oh, wie konnte ich das vergessen? Hm? Ich sollte dir dieses Terminal kurz erklären. Ja, ja. Das ist ein Nook-Portal und das wird dein Leben auf der Insel leichter machen und spaßiger. Im Moment bietet es dir 2 Funktionen, Sandy. Das wäre erstmal Nook Shopping. Dort kannst du Dinge bestellen, die man auf einer Insel schwer findet. Außerdem dient es als Geldautomat der Nook Direct Bank. Zudem ist ein Service in Arbeit, über den du Nook Meilen gegen diverse Prämien tauschen kannst. Bitte nutze diese wunderbaren Funktionen nach Herzenslust. Sie sind äußerst nützlich. Ja, ja. Willkommen bei Nook Portal, einem multifunktionalen Terminal von Nook Inc. Einmal pro Tag erhalten Sie für den Zugriff auf das Nook Portal Bonusmeilen. Erster Tag 50 Bonusmeilen. Bitte wählen Sie einen der folgenden Services aus: Nook Shopping, Bankautomat, Selbstmord. Ja, Nook Shopping, sagen wir mal. Und das ist scheinbar der Katalog, wo wir Zeug bestellen können. Ja, das ist scheinbar der Katalog.
Ich hoffe, es wird auch später so sein, dass im Laden Zeug rumsteht, aber ich bezweifle, dass sie es nicht so machen. Bankautomat. Ich habe wahrscheinlich keine Sternis, oder? Nö. Schade. Ich hatte gehofft, dass ich da was verkaufen kann, aber ich glaube, beim Terminal früher ging das auch nicht mit dem Verkaufen. Entschuldigung übrigens, falls ich ein paar Sachen aus Wild World nicht mehr weiß, ist jetzt auch so knapp 7, 8 Jahre her. 13 Jahre. Das war vor 13 Jahren. Ja, okay, ich habe das Spiel aber auch so 3 Jahre lang gespielt, circa. Also, vor 10 Jahren habe ich in etwa damit aufgehört. Okay, kleiner Nap. Wie geht's dir? Oh, hallo. Du bist ja wirklich einer von den ganz schnellen Truppen. Jawohl. Hast du übrigens Schlepp gesehen? Ich vermisse ihn ein bisschen. Naja, egal. Hier laufen zwar noch die Vorbereitungen, aber eine Handvoll Kleinigkeiten bieten wir schon an. Da wir ja kaum Lagerplatz haben und so, gibt's eigentlich auch täglich neue Sachen bei uns. Du hast bestimmt allerhand zu tun, aber schau doch mal, was es gibt. Vielleicht ist ja was für dich dabei. Ich schau mal. Spitze. Taschentuchspender und Grill. Kann ich... guck mal, hier sonstiges. Ich kann eine Wackelangel kaufen, wenn ich Sternis hätte. Oder einen Apfel. Aber ich würde gerne Zeug verkaufen, aber ich glaube, das geht noch nicht. Alles klar, Joey. Wir verkaufen hier nicht nur, wir kaufen auch Sachen an. Alles, was man hier so findet. Und mal eine saubere Insel, was Tolles für alle ist. Tja, darum zahlen wir auch ein paar Sternis für Unkraut oder Abfälle, die du in der Gegend aufsammelst. Ah, deswegen kann man das Unkraut sammeln. Wenn du nicht sicher bist, ob wir etwas Bestimmtes ankaufen, fragen kostet nichts. Okay, kann ich dir was verkaufen? Ich will was verkaufen. Ja, endlich. Sehr gerne. Was hast du anzubieten? So. Unkraut verkaufen, Äpfel verkaufen. Die Äste behalten wir. Das Karohemd behalten wir auch. Die Äpfel verkaufen wir hier auch. So. Und dann fließen gleich die leckeren ersten Sternis in unsere Taschen. Oh, da hast du ja einiges für uns dabei. Ich rechne das mal kurz durch. So, insgesamt bekämst du 1370 Sternis dafür. Einverstanden? Oh ja. Abgemacht. Oh ja, ich hab das erste Geld. Yes, yes, Geld, ja. Firma dankt. Firma? Okay. Wir hoffen, du beehrst uns recht bald wieder. Oh, bevor ich es vergesse. Du hast ja gerade etwas Obst verkauft. Wenn du Lebensmittel verzehrst, kannst du unerwartete Kräfte in dir wecken. Wusstest du das schon? Du könntest zum Beispiel Felsen zerschmettern oder mit dem richtigen Werkzeug ganze Bäume ausgraben. Wir kaufen Esparas natürlich immer gerne an, aber probier es ab und zu auch ruhig selber. Oh, dadurch macht das Obst auch endlich mal Sinn. Wir kriegen wahrscheinlich Nuckmeilen, weil wir Zeug verkauft haben, oder? Wie ist das? Oh, Unkrautfeind. Nuck Inc. möchte seine Anerkennung für deine Bemühungen zur Verschönerung der Insel mit einem schönen Paket Nuckmeilen-Ausdruck verleihen. Weiter so, jede Unkraut für die Schönheit, für Nuckmeilen. 17 von 50 haben wir schon. Nice. Ah, verkaufen statt Horden. Perfekt. So ist unser Zelt im Nichts, 0... Nee, 0, nichts abbezahlt. Ich kann keine Sprichwörter mehr. Ja, Sandy, du hast also das nötige Material gefunden. Also dann, bauen wir uns eine Angel. Ja, ja. Wähle zum Anfang ein Projekt an der Werkbank aus. Versuch's mal. Vielleicht mache ich es auch so. Das ist mir gerade so in den Kopf gekommen. Statt dass ich mit diesem Charakter privat spiele, dass ich mit einem anderen Account hier auf der gleichen Insel privat spiele. Das wäre meine... Ich glaube, ich mache das so. Weil dann ändert sich was an der Insel, was für euch vielleicht auch manchmal ganz interessant ist. Und gleichzeitig kann ich mit einem anderen Charakter auch hier frei spielen, wie ich will. Und muss auch nicht immer in der gedockten Station sein, sondern halt auch unterwegs kann ich dann mit der Switch spielen. Das ist cool. Wackelangel. Bereit. Herstellen. Ja. Aber es ist echt nice, dass es jetzt Crafting gibt. Das finde ich mega cool. Die Wackelangel ist fertig. Genau, perfekt. Wie du siehst, ist Basteln ganz einfach, solange du eine Anleitung hast. Und das war's auch schon, die Einführung... Und das war's auch schon, die Einführung ins Basteln. Oh, eine Sache noch. Hier sind noch ein paar einfache Anleitungen. Kostenlos natürlich. Ich schicke sie dir einfach auf dein Nook-Phone. Kannst du es bitte kurz herausholen? Ich frage mich, ob's, warum haben die eigentlich keine Handy-App gemacht, wo du so gesehen das, was du hier im Spiel mit dem Nook-Phone machst, auf der Handy-App machen kannst, dass die sich halt mit der Switch verbindet? Ja, okay, wahrscheinlich ist es nicht so leicht möglich, sich mit der Switch irgendwie zu synchronisieren. Aber dass man dann halt wirklich so über das Smartphone das ganze Zeug auswählen kann, das wäre voll cool. Ausgezeichnet, die App Bastelanleitung ist nun auf deinem Nook-Phone installiert.
Und die Wackelangel, die du gerade gebastelt hast, darfst du auch behalten. Die sollte dir gute Dienste leisten, eine Weile lang zumindest, eine kleine Weile. Wo wir von Angeln sprechen, ich bin kein Meisterangler, aber einen kleinen Tipp kann ich dir geben. Meiner Erfahrung nach solltest du beim Auswerfen der Leine vor den Schatten eines Fisches zielen. Ja, ja. Wenn du etwas fängst, würde ich es gerne sehen. Die örtliche Fauna interessiert mich sehr. Okay, gar nicht creepy. So. Oh, wir haben ja noch die Geschenke aus der Post. Die müssen wir auch noch angucken. Hat er uns gerade... Ja, hat uns gerade zugewunken. Ach, wie süß, der kleine Kapitalisten. Bob. Schlepp! Du lebst ja. Hallo, ich bin Schlepp 2.0. Ich meine, Nanu Sandy. Schön, dich wiederzusehen. Hat Spaß gemacht, das Lagerfeuer, stimmt's? Ich habe gehört, Schlepp war ganz warm. Ich meine natürlich meine Daten... Nee, vergiss, was ich gesagt habe. Okay, ich habe keine Datenbank. Wenn ich das Wort Datenbank von dir höre, muss ich dir leider meine Fahne in den Kopf rammen. Wir arbeiten übrigens nachts im Service Center, also komm einfach vorbei, falls mal irgendwas anliegt. Im Moment vertrete ich mir ein bisschen die Beine und schaue, dass es auch allen hier gut geht. Wenn du mal Ideen brauchst, dass du so anstellen könntest, sag mir einfach Bescheid. Okay, okay, Arte, okay. So, dann gehen wir mal zu uns nach Hause und gucken nach, was wir denn so für schöne Geschenke bekommen haben. Und danach gehen wir auch schon etwas angeln und dann sammeln wir ein bisschen Früchte und dann leben wir einfach das Leben, das wir immer leben wollten. Auspacken! Eine Nintendo Switch! Oh, wie süß. Ich wusste auch, es wird eine Nintendo Switch geben. Und eine Behelfswerkbank. Okay, ich stelle mal die Nintendo Switch hier hinten hin. Ich bräuchte echt einen Tisch für so Zeug. Und eine Behelfswerkbank. Erlernen. Was? Ich weiß jetzt, wie man eine Behelfswerkbank herstellt. Ah, das ist ein Rezept gewesen. Ah, so sehen Rezepte aus. Cool. ich wollte in meinem Nook-Phone, wie war das nochmal? Ah, hier. Nachschauen, Bastelanleitung. Diese App hilft dir dabei, deine Bastelanleitungen zu verwalten. Häufig gebastelte Dinge kannst du als Favoriten markieren. So wird das Basteln sehr viel komfortabler. Nice, also wir können einen Wackelkescher, ein Lagerfeuer, eine Behelfswerkbank und eine Wackelangel machen. Ich glaube, eine Behelfswerkbank wäre ganz praktisch. Aber ich weiß nicht, wie man an Eisenerz kommt. Dann sammle ich erstmal ein bisschen Holz und mache mir ein Lagerfeuer und einen Kescher. Weil ich frage mich, kann ich dann die Sachen vor meinem Zelt platzieren? Kann man jetzt endlich Möbel draußen in seinem, in Anführungszeichen, Garten oder so platzieren? Ich weiß es nicht. Ich werde diesen Baum übrigens irgendwann fällen. Das steht jetzt schon fest. Ich hätte darauf achten sollen, als ich das Haus platziert habe, aber... Huch, was bist denn du? Hä? War das ein Insekt? Ich glaube, das war ein Insekt. Kann ich dich einsammeln? Nö. Ich glaube, ich brauche dafür einen Kescher. Tja, dann sammeln wir ein paar Stöcksche. Ein paar kleine Stöcksche. Und dann können wir auch den Kescher bauen. Hallo! Yo, Sandy, die Stelle, die du für mich ausgesucht hast, ist einfach perfekt. Danke. Wir sollten uns weiterhin gegenseitig unterstützen. Mit einem Freund ist alles einfacher. Bell, bell. Ach ja, ich habe hier was für dich. Als Dank für deine Hilfe mit dem Zelt, Bell, bell. Dieser Outdoor-Hut ist perfekt für Gallifrey. Probier ihn an, indem du X drückst, um deine Tasche zu öffnen. Drücke dann A, um ihn auszuwählen. Wähle dann Tragen. Später kannst du ihn jederzeit wieder loswerden, falls er beim Trainieren stört. Genau, falls er beim Trainieren stört. So, mal gucken, was hast du mir für einen hässlichen Hut gegeben. Der ist ja sogar richtig cute. Okay, der ist cute, den behalte ich an. Den behalte ich an. Da ist ein Stern, ist vom Baum gefallen. Ja, ich werde reich. Ich habe mal ein bisschen gesammelt, also ich habe jetzt 10 Äste und ca. 23 Äpfel, weil ich einfach ein bisschen Geld für den Anfang zusammenkriegen wollte. Und ich habe mir halt auch gedacht, dann kann ich auch gleich ein paar Äste für Crafting und so weiter zusammensammeln, also fürs Basteln. Ach, schönes Feierabendbier, sehe ich schon. Wahrscheinlich so ein Nook-Bier. Was soll ich an Tom Nooks Werkbank tun? Etwas herstellen. Ich möchte nämlich eine eigene Werkbank, weil dem traue ich... Ah, nee, stimmt, das konnte ich ja nicht. Dann machen wir erstmal einen Kescher. Und danach auch ein schönes Lagerfeuer. Der Wackelkescher ist fertig. Weitermachen.
frage mich halt auch, wie viel das Zeug bringt, wenn wir es verkaufen. Einfach aus finanzieller Sicht, weil dann könnten wir uns ganz viele davon craften und dann... Ah, okay, können wir nicht, weil es schon mal hergestellt wurde. Oder? Doch, können wir. Naja, auf jeden Fall, wir machen jetzt erstmal das Lagerfeuer. Das Lagerfeuer lädt. Das L-A-G-R-F-E-U-E-R. Ich kann es nicht. Das Lagerfeuer ist fertig. Okay, genug fürs Erste. So, dann verkaufen wir hier mal unsere Äpfel bis auf 3. Weil ich möchte natürlich auch herausfinden, was passiert, wenn ich diesen Apfel esse. So, das verkaufen wir, das verkaufen wir. Sanddollars. Ah, ich habe auch ein paar Muscheln aufgesammelt und das sind diese Sanddollars. So, ja komm, 20 Äpfel und ein bisschen Kraut. Oh, da hast du ja einiges für uns dabei. Ich rechne es mal kurz durch. So, insgesamt bekämst du 2080 Sternis dafür. Ich vermute mal 2000 Sternis für die 20 Äpfel und 80 für das Unkraut. Das bedeutet, ich habe 100 Sternis pro Apfel. Ja, das passt. So war das, glaube ich, auch früher. Und wenn man Früchte von anderen Inseln hatte, hatte man viel mehr. Das werde ich auch übrigens noch machen, dass ich auf irgendwelche anderen Inseln gehe und mir da Früchte hole. Ich weiß nicht, ob man dafür unbedingt mit anderen Leuten spielen muss, weil ich glaube, in New Leaf hatte ich gehört, dass man da irgendwie auf so eine externe Insel konnte und von dort Früchte herkriegen konnte. Aber werden wir alles sehen. So, wir hoffen, du bärst uns richtig bald wieder. So, was willst du? Nukmeilen. Profi-Pflücker! Für den Verkauf einer bestimmten Menge Obst bekommst du Meilen. Kleiner Tipp, auf anderen Inseln wird teilweise mehr für die Früchte bezahlt, die unsere Spezialität sind. Ich weiß. So. Ich glaube, 5000 Meilen brauchten wir nur, oder? Zum Abbezahlen. Ich frag mal den alten Knacker hier. Sandy, hallo, hallo. Was darf sein? Was liegt an? Sag, ich bin ganz Ohr. Umzugsgebühren. Oh, du möchtest die Umzugsgebühren bezahlen? Es stehen noch 5000 Meilen aus. Komm am besten wieder, wenn du dir ein paar verdient hast, hm? Aber du musst nicht hetzen, nein, nein. Genieße das Leben auf der Insel und sammle dabei Meilen. Okay, super. Keine Sorge. Als ob ich mich von dir hetzen lasse. So, aber ich würde sagen, wir probieren dann mal unsere kleine liebe Angel aus. Aber natürlich erst im nächsten Part. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Falls ja, lasst es mich wie immer gerne wissen. Und auf Wiedersehen, Leute. Euer Sandoron.